Ich lese die Geschichte Flieg, Schmetterling aus dem 7. Kapitel des Buches Der eigene Weg, das der Freiheit gewidmet ist. Flieg, Schmetterling. Befreiung war für ihn das höchste Ziel. Für seine Erleuchtung wollte er alles geben. Er beschloss, seinen Lebensstil zu ändern und regelmäßig zu meditieren. Das tat er auch sehr diszipliniert, doch Befreiung fand er so nicht. Also kündigte er seinen Job und trat in ein Kloster ein. Seine Tage waren nun erfüllt von Gebet und Dienst an anderen Menschen. Doch Befreiung fand er so nicht. Also beschloss er fortan, auf jeglichen materiellen Komfort zu verzichten und als Bettelmönch durchs Land zu ziehen. Ganz der Gnade Gottes anheimgegeben. Doch Befreiung fand er auch so nicht. Musste er noch radikaler werden? Er zog in eine einsame Höhle im Gebirge, um auch allen menschlichen Kontakten zu entsagen. So wichtig war ihm sein Anliegen. Doch wieder fand er keine Befreiung. Was konnte er denn noch loslassen? Die körperlichen Bedürfnisse. Er wollte sich auch aller körperlichen Bedürfnisse entledigen, hörte auf zu essen und zu schlafen. Lange Jahre saß er so in seiner Höhle und meditierte, hatte viele Visionen und erlangte erstaunliche Fähigkeiten. Doch Befreiung fand er so nicht, denn immer wieder begegnete er nur sich selbst und seinem eigenen Gefangensein. Es war zum Verzweifeln. Eines Tages saß er im Dämmerlicht seiner Höhle, als etwas auf seiner Schulter landete. Leicht wie eine Feder. Es war ein Schmetterling. »Flieg«, sagte der Mann zu dem Tier, »flieg hinaus in die Freiheit!« Doch der Schmetterling blieb auf seiner Schulter sitzen. Da erhob sich der Mann zum ersten Mal seit vielen Monaten und wackelte vorsichtig zum Höhlenausgang. »Flieg doch«, sagte er zum Schmetterling. Dieser rührte sich nicht. Da trat der Mann ins Freie. Und nachdem sich seine Augen an das Sonnenlicht gewöhnt hatten, kletterte er vorsichtig über den Felshang ins Tal. Es war Spätsommer und ein Meer an Gräsern wogte im Wind. Insekten brummten um die bunten Blütenköpfe. Nebenan gluckerte ein Bach. »Flieg los, Kleiner, du bist frei«, ermunterte er ihn noch einmal. Doch der Schmetterling blieb ungerührt auf seiner Schulter sitzen, bewegte bloß zart seine Flügel. Plötzlich erkannte der Mann, dass er auch in Freiheit der Freiheit nachlaufen konnte und dass er dadurch ein Gefangener seiner selbst wurde. Er ließ seinen Blick über die Wiese schweifen und sah keinen Unterschied mehr zwischen dem Gras, den Bienen, dem Schmetterling und seinem Menschenkörper. Da waren kein Zaun, keine Grenze, kein Innen und Außen. Bloß das große Leben, wild und frei. Der Mann holte tief Luft und stieß einen langen animalischen Schrei aus. Dann sprang er auf der Wiese auf und ab und schlug Purzelbäume, ganz ohne Grund. Im Dorf erzählte man sich später, dass die Brunftzeit der Hirsche wohl bereits begonnen hat.